Herzlich willkommen zur hervorragenden Vorlesung Patentrecht. Diesmal Termin 5. Wir haben gesprochen über die Voraussetzungen eines Patents in der ersten und zweiten Stunde. Und dann haben wir uns beschäftigt mit der Anmeldung des Patents und das Verfahren uns näher angeguckt. Jetzt gucken wir uns an die Wirkungen des Patents. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal einen Überblick zu geben, das, was wir schon gemacht haben. Dann wird es endlich spannend. Wir gucken uns nämlich Anspruchsgrundlagen an. Das heißt, die Normen, die man in der Klausur auch prüfen kann, wo jemand irgendwas von jemand anderem verlangen kann. Und auf dieser Grundlage arbeiten wir uns dann weiter durch zu den Rechten des Patentinhabers und den privilegierten Handlungen. Das, was im Urheberrecht lange diskutiert wird mit vielen tausend Schranken, geht hier in 10 Minuten, weil die Schranken des Patentrechts sehr überschaubar sind. Dann gucken wir uns noch die mittelbare Patentverletzung an und schließlich für die Umweltfreunde auch noch die Biopatente. Sie sehen also ein volles Programm für unsere Veranstaltung. Damit Sie einen Überblick haben, wir haben gesprochen über die Patenterteilung, jetzt kommt die Patentverletzung. Wir werden allerdings heute nur behandeln die Anspruchsgrundlagen und die Verletzungsgrundhandlungen. Den Schutzbereich, die Auslegung des Patents, machen wir übernächste Woche, weil nächste Woche Pfingsten ist. Und dann im Anschluss behandeln wir das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren. Kurz gesagt, wie wird man ein Patent wieder los? Sie sehen also ein volles Programm. Ich habe auch noch mal die Vorlesungsgliederung hochgeladen, weil nämlich ich festgestellt habe, die war ja gar nicht hochgeladen und keiner von Ihnen hat mir das mitgeteilt. In der Vorlesungsgliederung sehen Sie dann auch, was wir bisher schon gemacht haben. Ja, die gute Nachricht für alle, die schon Markenrecht und oder Urheberrecht gehört haben, das Patentrecht ist nicht viel anders. Wir haben die Richtlinie 2004/48 EG, die sogenannte Enforcement-Richtlinie. Und die Enforcement-Richtlinie hat im Wesentlichen die gleichen Normen ins Urheberrecht, ins Patentrecht und ins Markenrecht reingesetzt, was sozusagen die Ansprüche des Berechtigten eingeht. Das hat für Sie den großen Vorteil, wenn Sie es im Urheberrecht gelernt haben, können Sie es schon für das Patentrecht, wenn Sie es im Markenrecht gelernt haben, können Sie es schon für Patentrecht und Urheberrecht, also eine Win-Win-Situation. Wer es einmal gelernt hat, kann es sozusagen für immer. Ja, wenn ein Patent verletzt ist, haben Sie eine ganze Reihe von Ansprüchen. Zunächst mal haben Sie Abwehransprüche. Abwehransprüche können gerichtet sein auf Unterlassung oder Beseitigung. Nun ist die Beseitigung einer Patentverletzung etwas schwierig, deshalb regelt das Gesetz nur zwei Sonderfälle, nämlich die Vernichtung von Erzeugnissen und den Rückruf. Das kennen Sie vielleicht schon in der Tat aus Urheber- und Markenrecht. Auch da können Sachen, die mit einer falschen Marke gekennzeichnet werden, einfach vernichtet werden und Sachen, die schon an ein Unternehmen ausgeliefert worden sind, wieder zurückgerufen werden aus den Vertriebswegen. Zweitens, und das ist im Patentrecht anders als im Markenrecht, geht es regelmäßig auch um Schadensersatz. Während im Markenrecht regelmäßig Unterlassung im Vordergrund steht, geht es im Patentrecht in der Regel vor allen Dingen darum, dass die Leute Geld sehen wollen, das heißt Schadensansprüche geltend machen. Bereicherungsrechtliche Ansprüche regelt das Patentgesetz nicht, genauso wenig wie das Urheberrechtsgesetz oder das Markengesetz. Da findet ganz normal BGB-Anwendung, 812 folgende, kennen Sie alles, hier die Nichtleistungskondition. Und schließlich haben wir noch Auskunftsansprüche. Auskunftsansprüche über die Vertriebswege, das kennen Sie auch aus Marken- und Urheberrecht. Und zusätzlich noch ein Vorlagebesichtigungsrecht. Das heißt, ich kann mir angucken, dessen Fabrikhalle, um herauszufinden, ob der wirklich mein Patent verletzt. Sie sehen also ein bunter Strauß an Ansprüchen. Und in der Klausur, wenn Sie einen Anspruch prüfen müssen, kann es sein, dass das Ganze eingekleidet wird in eine Klage, hat die Klage Aussicht auf Erfolg und dann müssen Sie natürlich als erstes die Zulässigkeit prüfen. Und bei der Zulässigkeit beschränkt sich das, was Sie ausführen müssen, regelmäßig auf die Zuständigkeit des Gerichts und da haben Sie auch schon, wie immer, die sachliche Zuständigkeit.
da gucken Sie nicht ins GVG, sondern in 143 Patentgesetz. Und der sagt Ihnen, zuständig ist immer das Landgericht. Ja? Ausschließliche Zuständigkeit des Landgerichts. Zweitens, örtliche Zuständigkeit. Auch da müssen Sie nicht in die ZPO gucken, weil die Länder können die Zuständigkeit nach 143 Absatz 2 bündeln. Und in Nordrhein-Westfalen sind das alles gebündelte Klagen beim Landgericht Düsseldorf. Das heißt, in Köln können Sie nicht über Patentrecht streiten. Das geht dann automatisch nach Düsseldorf, weil die Kölner unzuständig sind. Das ist eine ausschließliche Zuständigkeit. Dann stellt sich im Rahmen der Zulässigkeit noch immer das Problem der Prozessführungsbefugnis. Prozessführungsbefugnis bedeutet, wer macht hier ein Recht geltend oder wer macht wessen Recht geltend. Das, was Sie im öffentlichen Recht kennen als Klagebefugnis, dass man sagt, er muss selbst verletzt sein, ist hier die Prozessführungsbefugnis. Und grundsätzlich kann immer derjenige, dem das Patent gehört, Ansprüche auf Unterlassung, Schadens etc. geltend machen. Ebenso berechtigt ist aber der ausschließliche Lizenznehmer, weil wenn sich der Patentinhaber selber aller Rechte begeben hat, weil er eine Lizenz erteilt hat, kann ihn nicht mehr einklagen, dann klagt der Lizenznehmer. Im Urheberrecht, wissen Sie, ist das immer so, dass der Lizenznehmer klagt, die Verlage oder die Musikindustrie und nicht mehr der Sänger, weil der Sänger selber im Grunde keine betroffenen Vermögensrechte hat, außer sein Name ist rausgenommen oder ähnliche Persönlichkeitssachen. Genauso im Patentrecht, der Patentinhaber klagt nicht mehr, wenn er ausschließliche Lizenzen erteilt hat. Demgegenüber können Leute, die nur eine einfache Lizenz haben, nicht klagen. Einfache Lizenzen, werden wir noch näher machen, sind diejenigen, die nicht einige Nutzer sind, sondern einer unter vielen. Wenn Sie zum Beispiel 10 Fabriken erlauben, Ihr Produkt herzustellen, sind alle 10 Fabriken einfacher Lizenznehmer. Und dann kann nicht die eine Fabrik gegen irgendjemanden klagen, weil sie die Rechte als Alleiniger bei sich behalten haben. Schließlich prüfen Sie noch die allgemeinen Prozessvoraussetzungen. Da müssen Sie aber in Klausuren im gewerblichen Rechtsschutz nicht viel zu schreiben. Das Einzige, was man ansprechen kann, ist das Rechtsschutzbedürfnis, ob es vielleicht einen einfacheren Weg gibt. Aber auch da müssen Sie jetzt nicht viel hinschreiben. Interessanterweise, im Urheberrecht, im Markenrecht und im UWG spielen einstweilige Verfügungen eine riesige Rolle. Man versucht, alles im einstweiligen Rechtsschutz zu machen, um die Störung möglichst schnell abzustellen. Im Patentrecht spielen einstweilige Verfügungen in der Praxis eine ganz geringe Rolle. Im Patentrecht sind einstweilige Verfügungen extrem selten. Der Grund dafür ist zweierlei. Zum einen werden die Schadenssummen, die Sie als Sicherheit leisten müssen, für den Fall der Vollstreckung extrem hoch. Und zum Zweiten ist es im Patentrecht auch so, dass der Sachverhalt vom Richter normalerweise nicht in der Eilfrist erfasst werden kann, sodass man ohnehin ein Hauptsacheverfahren braucht. In der Praxis ist es zudem so, dass das Landgericht Düsseldorf die Fälle meistens in der ersten Instanz schon in einem halben Jahr entschieden hat, sodass Sie da auch relativ schnell wissen, woran Sie sind. Das heißt, Patentrecht wird in Deutschland recht zügig abgearbeitet. Die Zulässigkeit ist also recht unspektakulär, das heißt, Sie wissen, es ist immer Landgericht zuständig und in NRW immer Düsseldorf. Das Zweite, was Sie brauchen, ist dann die Begründetheit. Und die Begründetheit setzt zunächst voraus, dass der Kläger aktiv legitimiert ist. Das ist im Wesentlichen das, was Sie im Rahmen der Prozessführungsbefugnis einfach mal unterstellt haben. Nur nochmal hier theoretisch mit Beweisaufnahme, ob der wirklich der Patentinhaber ist, beziehungsweise ob der wirklich eine ausschließliche Lizenz hat. Dann prüft das Gericht nur, ob das Patent nicht erloschen ist. Es prüft nicht das, was wir die vergangenen Wochen gemacht haben, ob das Patent wirksam erteilt worden ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Rest der Welt. In jedem anderen Staat der Welt wird im Rahmen des Patentverletzungsverfahrens auch geprüft, ob das Patent überhaupt rechtmäßig erteilt worden ist. Der deutsche Richter guckt sich das nicht an. Er nimmt das Patent so hin, wie es erteilt worden ist. Das heißt, die Patenterteilung ist für den Richter im Verletzungsverfahren verbindlich. Was prüft er? Er prüft, ob die 20 Jahre Schutzfrist abgelaufen sind. Er prüft, ob es überhaupt noch ein Patent gibt oder ob das Patent inzwischen aufgehoben worden ist.
und er prüft, ob die Gebühren für das letzte Mal bezahlt worden sind, weil auch dann das Patent aufgehoben wird. Ansonsten guckt er sich die Sache nicht an. Aber er darf gegebenenfalls nach 148 ZPO sein Verfahren aussetzen, wenn das Patent angegriffen worden ist. Man kann eine Patentnichtigkeitsklage erheben vor dem Bundespatentgericht. Und solange diese Patentnichtigkeitsklage läuft, kann der Zivilrichter sein Verfahren aussetzen. Allerdings setzt die Aussetzung voraus, dass der Zivilrichter davon überzeugt ist, dass bei dem Verfahren die Nichtigkeit rauskommen könnte. Wenn er sagt, das ist eh vergeblich, dann darf er nicht aussetzen, er muss durchentscheiden. Das heißt, er muss eine Prognose treffen, was wird da wohl rauskommen, und anhand dieser Prognose wird er entweder weitermachen oder das Verfahren aussetzen bis zur Entscheidung. Die dritte Voraussetzung gucken wir uns gleich näher an. Er muss eine Verletzungshandlung prüfen. Er muss prüfen, ob das, was hier vorgeworfen wird, überhaupt unter das Verbotsrecht des Klägers fällt, ob er das verhindern durfte. Dann prüft er, ob derjenige, der Beklagter ist, derjenige ist, dem diese Handlung vorgeworfen wird, also ob der Beklagte irgendwas getan hat oder ob ein Dritter was gemacht hat. Und er prüft, ob hier irgendwelche Schranken eingreifen. Schranken kennen Sie aus dem Urheberrechtsgesetz. Zum Beispiel im Urheberrechtsgesetz würde man 53.1 prüfen, Privatkopie. Hier sind die Schranken sehr viel einfacher, wie wir gleich sehen werden, in einem Paragraphen geregelt. Und schließlich braucht er für den Unterlassungsanspruch natürlich eine Wiederholungsgefahr. Das heißt, es muss schon ein Verstoß vorliegen, der möglicherweise wiederholt wird. Oder eine Erstbegehungsgefahr, wenn es der erste Versuch ist. Also das Prüfungsschema für die Unterlassungsklage ist relativ einfach. Das ist nicht viel anders als bei 1004 BGB zum Beispiel oder bei 97.1 Urheberrechtsgesetz. Bei der Schadensersatzklage gibt es nur einen Unterschied. Ich muss statt Wiederholungsgefahr ein Verschulden prüfen. Verschuldensprüfung hier ganz normal wieder Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Sie erinnern sich, Vorsatz heißt Wissen und Wollen. Fahrlässigkeit heißt außer Acht lassen im Verkehr vor der Sorgfalt. Da ist nichts Besonderes zu holen. Im Schadensumfang greift die dreifache Schadensberechnung. Die kennen Sie alle auch aus anderen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes. Das heißt, das, was wir gleich machen werden. Die Norm, die Sie sich merken sollten als Anspruchsgrundlage, ist 139 Patentgesetz. 139 Patentgesetz sagt schlicht, wer eine Erfindung entgegen 9 bis 13 benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassungsanspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Das ist ziemlich genau identisch mit 97.1 Urheberrechtsgesetz. Das heißt, das ist der ganz normale Unterlassungsanspruch. Der Absatz 2 ist ebenso wie in 97 Urheberrechtsgesetz der Schadensersatzanspruch. Auch da sehen Sie, wer die Handlung vorsieht oder falsch vornimmt, ist zur Ersatz des Schadens verpflichtet. Und dann kommt diese sogenannte dreifache Schadensberechnung. Er muss auch den Gewinn herausgeben oder eine fiktive Lizenzgebühr. Jetzt sagen Sie, langweilig, kennen wir schon. Dreifache Schadensberechnung, haben wir nie gelernt, was soll das sein? Die heißt deshalb dreifache Schadensberechnung, nicht weil Sie dreimal so viel Schaden kriegen oder weil Sie dreimal wählen dürfen, sondern weil Sie eine Wahlmöglichkeit aus drei Varianten haben. Die erste Variante ist Schadensberechnung, wie Sie es in der Uni gelernt haben, nämlich Sie gehen hin und sagen, ich weise nach, ich hätte so und so viel Gewinn machen können und den möchte ich von dir ersetzt haben. Das ist ganz normal meine Einbuße, was ich verloren habe. Das ist BGB-Schadensberechnung, das ist Option 1. Option 2 ist die Herausgabe des Verletzergewinns. Das heißt, Sie sagen, ich hätte zwar Gewinne machen können, aber du hast viel mehr Gewinn gemacht. Du musst mir alle Gewinne, die du gemacht hast, herausgeben. Das geht hinaus erstens über den normalen Schadensersatz, weil beim Schadensersatz kriegen Sie nur Ihre Verluste ersetzt, nicht den Gewinn des anderen heraus. Es geht auch über 8.12 hinaus, weil im Rahmen von 8.12 BGB kriegen Sie nur die verbliebene Bereicherung und Sie wissen, ob man dann höhere Gewinne rauskriegt. Lucrum ex negotio cum re ist total umstritten.
Und es geht sogar hinaus über die Regelung zur GOA, zur unberechtigten GOA, weil man hier unabhängig davon, ob er einen Fremdgeschäftsführungswillen hatte, einfach alles herausverlangen kann. Insbesondere, sagt der BGH, kann er seine Sowieso-Kosten nicht abziehen. Sowieso-Kosten meint die Kosten für sein Geschäftslokal, für seine Arbeitnehmer, für Werbung, die kann er nicht abziehen, wenn die ohnehin angefallen werden. Er kann nur die Aufwendungen abziehen, die auf das konkrete Produkt getätigt worden sind. Das heißt, Verletzergewinn ist attraktiv, wenn jemand ganz groß ihr Patent nutzt. Sagen wir Microsoft, Amazon oder ähnliches Baumarkt, dann lohnt es sich. Ist das ja auch so, dass man das wählen kann und auch immer noch ändern kann? Ja, Sie können wählen und zwar bis zum Abschluss der mündlichen Verhandlung. Das heißt, sobald das Ende der mündlichen Verhandlung erreicht ist, müssen Sie auf eine der drei Varianten festgelegt haben. Dreifach eben, weil Sie ein Wahlrecht aus drei Optionen haben und das können Sie ganz lange hinauszögern und dann im letzten Moment entscheiden. Die dritte Variante ist die Variante fiktive Lizenzgebühr. Die spielt im Urheberrecht eine erhebliche Rolle, weil wir sagen, wir haben dafür fast alles Lizenzgebühren, die wir ansetzen können. Im Patentrecht hängt es sehr davon ab, wer der Patentinhaber ist. Wenn der sich über Lizenzen refinanziert, dann wird der Patentinhaber hier die fiktive Lizenzgebühr ansetzen können, weil er sagt, ich gebe anderen Leuten für so und so viel Euro eine Lizenz, die musst du mir jetzt auch zahlen. Wenn der Patentinhaber dagegen selbst produziert und ausschließlich selbst produziert, wird er eher entweder auf seinen entgangenen Gewinn oder auf die Herausgabesgewinn des anderen abstellen. Das heißt, die dritte Variante, die im Urheberrecht eine große Bedeutung hat, hat im Patentrecht nur bedingt eine so hohe Bedeutung. Vor allen Dingen, weil im Patentrecht es oft so ist, dass er verschiedenen Unternehmen verschiedene Lizenzgebühren abverlangt. Bei Freunden verlangt er weniger, bei Feinden verlangt er mehr. Und deshalb ist das mit der fiktiven Lizenzgebühr so eine Sache. Aber wie würde man dann den Klageantrag stellen? Einfach, dass man nur sagt, ich wollte einen Schaden, dass man den beziffert? Nein, man beziffert ihn am Anfang und kann dann im Rahmen einer Klageänderung, die aber keine Klageänderung, die zustimmungsbedürftig ist, also eine nicht zustimmungsbedürftige Klageänderung, den Betrag ändern. Man kann den Betrag also hoch oder runtersetzen im laufenden Klageverfahren. Und zum Verletzergewinn müsste man dafür nicht irgendwie vorher Auskunft verlangt haben? Oder? Sehr gut, das ist genau der Punkt. Beim Verletzergewinn müssen Sie vorher Auskunft machen. Das ist ein Fall der Stufenklage. Sie würden also im ersten Schritt sagen, ich beantrage Auskunft und im zweiten Schritt beantrage ich Schadensersatz. Die Stufenklage ist so, dass der erste Antrag unbedingt ist. Ich will auf jeden Fall Auskunft. Und der zweite Antrag, die Zahlungsanspruch, ist dann bedingt. Der gilt erst dann als erhoben, wenn sozusagen Auskunft erteilt ist. Das heißt, es ist der typische Fall der Stufenklage, wo Sie erst Auskunft, dann Zahlung machen. Manchmal auch dazwischen noch eine staatliche Versicherung, also erst Auskunft, dann Versicherung, dann Geld. Also ganz klassischer Stufenklagefall. Ja, Vernichtung spielt in der Praxis eine riesige Rolle. Man ist überrascht, weil diese ganzen gefälschten Produkte und illegalen Produkte werden üblicherweise vernichtet. Das geht nach 140a. Bemerkenswert ist hier Absatz 2, wonach nämlich auch die Hilfsmaterialien und Geräte vernichtet werden dürfen. Im Urheberrecht haben wir eine ähnliche Norm. Wenn Sie also eine CD-Kopieranlage haben mit 50 CDs rein und 1000 CDs raus, dann kann diese Anlage zerstört werden. Die kann Ihnen weggenommen werden, nicht nur die Raubkopie, sondern auch die Kopieranlage. Voraussetzung ist, wenn diese vorwiegend zur Herstellung des verletzenden Sachen dienen, das Ganze soll verhindern, dass er nochmal danach weitermachen kann. Der Rückruf ist damals neu eingefügt worden. Rückruf sagt, es wird aus den Vertriebswegen zurückgezogen, beziehungsweise es wird von den Kunden zurückgefordert, die das Produkt haben, soweit die identifizierbar sind. Probleme stellen sich dann, wenn es ein Massenprodukt ist, da können Sie nicht zurückrufen, weil natürlich die Endabnehmer unbekannt sind. Zudem ist das Ganze durch die Verhältnismäßigkeit begrenzt, das heißt, ob sich da Kosten und Nutzen lohnen, ist immer eine Frage des Einzelfalls. In der Praxis geht es da vor allen Dingen um große Industrieprodukte, die ohnehin nur ein paar Abnehmer haben. Dann können Sie von den 5 bis 50 Abnehmern halt das Ganze zurückrufen.
Während bei Massenprodukten geht es eher um die Vertriebswege, das heißt, man holt es dann von Mediamarkt, Saturn und Ähnlichem zurück, aber die Sachen, die schon beim Endkunden angekommen sind, mit denen muss man halt leben. So, damit kommen wir zum Auskunftsanspruch. Wie wir eben schon gesehen haben, wenn Sie Geld haben wollen, beziehungsweise wenn Sie Vernichtung haben wollen, müssen Sie sich informieren. Der erste Auskunftsanspruch ist Herkunft und Vertriebswege, damit Sie auch eine vernünftige Rückabwicklung gewährleisten können. Das heißt, er muss sagen, wo habe ich es denn hingeliefert? Wer waren meine Abnehmer? Das kennen wir, 101 Urheberrechtsgesetz. Ergänzend muss er aber auch wissen, und das ist nicht ganz unwichtig, ist die Sache wirklich patentverletzend? Das klingt auf den ersten Blick recht trivial, wenn Sie ein Patent auf ein Erzeugnis haben, also einen Gegenstand, den Sie selber auseinandernehmen können und gucken können. Es kann aber auch um ein Verfahrenspatent gehen, das heißt, die Patentverletzung findet in den Fabriken von jemand anderem statt. Dann müssen Sie sich angucken können, wie sehen denn dessen Fabriken aus, und der lässt sie logischerweise nicht rein als Konkurrenten, um ihnen zu zeigen, was er denn macht. Der 140c sagt, ich habe ein Recht auf Besichtigung einer Sache, die sich in der Verfügungswahl des anderen befindet. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, jetzt zeig mir mal deine Maschine, bau mal deine Maschine auseinander und Ähnliches. Außerdem kann ich alle Urkunden mir vorlegen lassen. Das heißt, er muss mir auch irgendwelche Erläuterungen, die er seine Mitarbeiter geschickt hat und Ähnliches zeigen, damit ich kontrollieren kann, ob das Ganze meine Patente verletzt. Die früher immer problematische Frage war, was ist denn, wenn das dessen Geschäftsgeheimnisse betrifft? Denn der will ja nicht umsonst seine unternehmerischen Sachen geheim halten. Es kann ja jeder behaupten, seine Patentverletzung und dann mal ausspionieren, was die Konkurrenz macht. Der Gesetzgeber hat da gesagt, es ist so, dass das Gericht die erforderlichen Maßnahmen treffen muss. Das sind die Fälle, die oftmals als sogenanntes In-Kamera-Verfahren behandelt werden, dann wird der Sachverständige dahin geschickt und der Sachverständige berät mit dem Richter alleine darüber, was der dann gesehen hat. Die Parteien erfahren das sozusagen nur dann, wenn das für das Verfahren relevant ist. Wenn der Sachverständige also sagt, das ist was anderes, dann erfährt das keiner außer dem Sachverständigen und dem Richter. Umstritten ist immer, ob man auch die Anwälte einbeziehen darf. Das bejaht man heute, weil die Anwälte ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Das heißt, der Anwalt darf seinem Mandanten nicht sagen, was er im Zeichen der Vertraulichkeit im Rahmen des Gerichtsverfahrens erlangt hat. Das heißt, damit das Ganze kontrolliert werden kann, darf man eben bei diesen Sachen nicht nur Richter und Sachverständigen, sondern auch beide Anwälte beiziehen. Und die dürfen aber ihrem Mandanten sozusagen nicht sagen, was da gesprochen worden ist, eben um die Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Der Richter kann auch hingehen und einfach Sachen schwärzen, bevor es den Parteien zuleitet. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das abzusichern. Bevor es den 140c gab, wurde das über 809 BGB gemacht. In der Wissenschaft ist umstritten, ob der 809 BGB daneben noch einen Anwendungsbereich hat. Sie müssen das nicht wissen, weil im Zweifel kriegen Sie alle Fälle über 140c gelöst, die sich Ihnen jemals stellen werden. 141a sagt schließlich, dass die Normen des Patentgesetzes Ansprüche aus anderen Normen nicht ausschließen. Wichtig ist, die Norm ist irreführend, weil das Patentgesetz schließt alle Ansprüche aus, die allgemeiner wären im Verhältnis zu den patentrechtlichen Normen. Das heißt, Sie können nicht vorgehen, zum Beispiel nach UWG, mit der Begründung, das ist ein Eingriff in meine Leistungsrechte oder sowas. Sie können auch nicht vorgehen aus 823.2 in Verbindung mit Patentgesetz oder 823.1 in Verbindung mit dem Patent das absolutem Recht, weil das wird alles verdrängt durch die patentrechtlichen Normen. Was bleibt als andere gesetzliche Vorschriften, sind zunächst die Normen des Bereicherungsrechts. Das Patentrecht enthält keine bereicherungsrechtlichen Normen, das heißt, die dürfen Sie anwenden. Also verschuldensunabhängiger Anspruch auf die angemessene Lizenzgebühr. Warum? Weil nach 812 das Erlangte herausgegeben ist. Erlangt ist die Nutzung des Patents, die kann man nicht herausgeben. Damit ist nach 18.2 Wertersatz zu leisten und der Wert der Nutzung bemisst sich nach dem, was da üblicherweise für bezahlt wird, das heißt nach der angemessenen Lizenzgebühr auf dem Markt. Der Vorteil davon gegenüber dem Anspruch aus 139 ist, dass dieser Anspruch verschuldensunabhängig ist. Der 8.12 setzt kein Verschulden voraus, während 139 Absatz 2 nur bei Vorsatz und Fahrlässigkeit eingreift. Deshalb 8.12 auch hohe praktische Bedeutung.
823.1 findet Anwendung, soweit der Erfinder betroffen ist. Sie erinnern sich ganz düster, ich habe gesagt, ein Patent muss immer angeben, wer der Erfinder ist. Also wenn Sie ein Patent anmelden, müssen Sie reinschreiben, dieses Patent ist eine Erfindung, die gemacht worden ist von Herrn Müller, unserem Pförtner. Das schreiben Sie da rein. Wenn der Erfinder nicht oder falsch benannt ist, hat der Erfinder einen Schadensersatzanspruch, der aber im Patentgesetz nicht geregelt ist, weil 139 passt nicht. Das ist keine der in 9 bis 13 bezeichneten Handlungen. Und deshalb greift hier 823.1 BGB, das heißt der ganz normale Schadensanspruch wegen Eingriff in ein absolut geschütztes Recht, nämlich das Recht auf Benennung als Erfinder. Ebenso können Ansprüche aus UWG eingreifen. Wenn jemand sich anmaßt, Erfinder zu sein, ist das unlauter und benachteiligt den anderen, der das eigentliche Erfinderrecht hat. Ansonsten, weitere Ansprüche kommen nicht in Betracht. Was noch in Betracht kommt, ist natürlich eine Strafbarkeit. Strafbarkeit bis zu 3 Jahren, wenn es nicht in gewerblichem Umfang erfolgt. Das ist auch wie im Urheberrecht, das kennen Sie, 106 Urheberrechtsgesetz, Raubkopierer sind Verbrecher, wobei es kein Verbrechen ist, weil es kein Mindestfreistraf von einem Jahr ist. Aber genauso sind Patentverletzer Verbrecher, sind alles böse Menschen. Der Gesetzgeber hat sich hier die Mühe gemacht, die einzelnen Verletzungstatbestände genau aufzuzählen. Sie werden gleich sehen, dieselben Verletzungstatbestände finden wir aber auch in § 9. Das heißt, es ist im Grunde einfach nur eine Wiederholung der Norm. Man hätte es auch wie im Urheberrecht machen können und einfach darauf hinweisen können, wer gegen einen Patent verstößt, wird bestraft. Extreme praktische Bedeutung, aber zum Glück für Sie uninteressant, ist die Beschlagnahme durch die Zollbehörden. Sie wissen, die Hauptbedrohung der deutschen Wirtschaft kommt aus dem Ausland, wo alles nachgemacht wird und alles gestohlen wird, was man hier kreativ erstellt. Und dem soll entgegenwirken 142a. Sie können die Zollbehörden anweisen, dass die Sachen beschlagnahmen und dann auch vernichten. Das heißt, dann geht der Zoll hin, macht eine Razzia und nimmt den ganzen LKW mit den tollen Sachen, die da drin sind, und nimmt da alles raus und macht es kaputt. Praktisch extrem hohe Bedeutung, also die Erfahrung sagt, gerade bei Messen ist das oft so, da wird irgendwas Tolles gezeigt und dann kommt der Zoll und sagt, okay, es wird jetzt alles einkassiert, das ist alles geklaut. Also wenn Sie auf irgendwelche Technikmessen gehen, regelmäßig 2, 3 Stände werden vom Zoll geräumt, das ist halt so. Ähnliche Sache wie im Markenrecht, wir wissen, Markenfälschung ist auch ein Problem, Produktpiraterie, hier halt bei Patenten. So, das war jetzt etwas schnell, aber nochmal als Zusammenfassung, es geht um 139 Patentgesetz, Absatz 1 Unterlassung, Absatz 2 Schadensersatz. Und bei Schadensersatz das Wahlrecht. Die anderen Normen sind reine Hilfsnormen, die sind jetzt nicht so spektakulär. Haben Sie zu diesem Teil Fragen? Bei dem Besichtigungsanspruch, weil das, glaube ich, stand ja im Gesetz, dass es eine hinreichende Wahrscheinlichkeit geben muss. Wann nimmt man eine hinreichende Wahrscheinlichkeit an? Wenn das Produkt einen ähnlichen Markt bedient und eine ähnliche Funktionalität aufweist, dann sagt man, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es patentverletzend ist und nicht eine Parallelerfindung ist. Okay. Also es ist ein bisschen wie im Strafrecht, man sagt, es ist wahrscheinlicher, dass es eine Patentverletzung ist, als dass es keine ist. Und das ist wiederum der Fall, wenn es eine ähnliche Funktionalität aufweist und keine Erklärung gegeben wird, wo die herkommt. Also es ist regelmäßig der Fall. Gut, weitere Fragen? Dann kommen wir jetzt zur Berechtigung durch das Patent. Sie erinnern sich vielleicht, im Urheberrecht, wenn Sie da hingehen oder es schon mal gehört haben, haben wir in § 15 eine Liste der verbotenen Handlungen. Im Patentgesetz steht diese Liste in § 9. Das Erste, was man wissen muss, ist, das Patent entsteht als solches erst mit Veröffentlichung im Patentblatt. Das ist ein bisschen wie die Entstehung einer GmbH oder AG, die auch erst entsteht, wenn sie im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht ist. Hier ist der Stichtag die Veröffentlichung der Erteilung. Nicht die Erteilung als solche, nicht die Anmeldung, sondern wirklich der Moment, in dem gesagt wird,
du hast das Patent und das wird veröffentlicht. Das steht in 58.1. In dem Moment, wo das Patent erteilt ist, entstehen die Rechte nach 9 und damit auch die Ansprüche nach 139. Wir werden aber sehen, dass darüber hinaus auch weitergehende Rechte nach § 11 bestehen, die sich nicht auf die unmittelbare Verletzung, sondern auf reine Vorbereitungshandlungen beziehen. Das ist ein Unterschied zum Urheberrecht. Das Urheberrecht verbietet Vorbereitungshandlungen grundsätzlich nicht. Einzige Ausnahme im Urheberrecht ist 95a, wo es um technische Schutzmaßnahmen geht, das heißt um Kopierschutzumgehungstechnologien. Sie erinnern sich auch, dass ich immer wieder mal auf dieses EPÜ hingewiesen habe, das Europäische Patentübereinkommen. Und ich habe Ihnen gesagt, da steht im Wesentlichen immer das Gleiche wie im Patentgesetz, da steht drin, Neuheit brauchen wir, erfinderische Tätigkeit brauchen wir, bestimmte Sachen können nicht patentiert werden. Im Hinblick auf die Rechte aus dem Patent ist das EPÜ sehr knapp. Es sagt nämlich ganz einfach, ein europäisches Patent gewährt dieselben Rechte, die ein nationales Patent gewährt. Das heißt, ein Patent vom EPÜ wird genauso nach dem deutschen Patentgesetz behandelt wie ein deutsches Patent. Und die Verletzung, das heißt, die Ansprüche gehen auch nach deutschem Recht, das heißt ja ganz normal 139 folgende. Das heißt, das EPÜ regelt die Verletzung gar nicht. Da müssen wir also nicht so wissen, weil da auch nicht so drinsteht. Das sagt 64, das europäische Patent wird wie ein deutsches behandelt. Der 9 fängt erstmal recht harmlos an. Der sagt nämlich, das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu nutzen. Das Ganze sagt, dass der Patentinhaber die Erfindung erstmal nutzen darf. Das ist die gute Nachricht, das ist die positive Nutzungsbefugnis. Er darf das, was er patentiert hat, selber machen. Die Einschränkung ist aber im Rahmen des geltenden Rechts. Das heißt, wenn irgendein Gesetz sagt, du darfst es trotzdem nicht machen, nützt ihm das nichts. Das Patent überwindet also nicht das Gesetz. Das gilt insbesondere für Sachen wie Gentechnik oder Embryonenforschung oder Vergiftung von Menschen. Wenn sie ein Maschinengewehr patentieren, heißt nicht, sie dürfen jeden erschießen, um es ganz trivial zu sagen. Ja? Der Erfinder des Maschinengewehrs hat nicht die Befugnis, jeden Menschen zu erschießen, obwohl er sein Patent nutzen darf. Gut. Das ist in der Klausur völlig irrelevant. Niemand interessiert sich für 9 Satz 1. Ja, dass das Patent nutzen darf, ist wenig spektakulär. Das eigentlich Spannende steht in 9 Satz 2. Und dazu müssen wir aber noch einen Schritt zurückgehen. Sie erinnern sich an diese Folie. Die sagt Ihnen nämlich, es geht um die Patentansprüche des Patents. Sie erinnern sich ganz düster an die erste Stunde, wo ich über Grundlagen gesprochen habe. Da habe ich Ihnen gesagt, Patente sind immer verquast formuliert, weil die haben diese Patentansprüche. Letzte Stunde haben wir uns angesehen, wie müssen die formuliert sein, mit Hauptanspruch, Unteranspruch, Nebenanspruch. Und wir haben gesehen, die zeichnen sich Merkmale aus. Diese Patentansprüche sind deshalb wichtig, weil das den Schutzbereich definiert. Das ist das, was patentiert ist. Das ist die Erfindung und nur damit wird verglichen. Und das bringt uns zurück zu unserem 9. Der 9 sagt nämlich zunächst, jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung, nicht die Zustimmung des Dritten, sondern die des Patentinhabers, ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Sie sehen also, da ist enumerativ aufgelistet, was er verbieten darf. Das ist eine abschließende Aufzählung, was er alles verbieten darf. Wir müssen also bei jeder Klausur prüfen, was macht er denn hier? Stellt er her, bietet er an, bringt er in Verkehr, gebraucht er, führt er ein oder besitzt er? Ja? Es muss also eine dieser Varianten sein. Das bedeutet für Sie natürlich auch, Sie müssen wissen, was es bedeutet. Sie müssen also wissen, was bedeutet herstellen, anbieten und etc. Wenn man sich das Ganze grafisch auflistet, dann stellen Sie fest, dass Sie
entweder unmittelbar herstellen oder importieren, um herzustellen, um anzubieten, um in Verkehr zu bringen oder um zu gebrauchen. Das heißt, das soll verhindern, dass Sie durch Outsourcing ins Ausland, wo es kein Patent gibt, die Patentverletzung legitimieren. Denn das deutsche Patent gilt nur für Deutschland. Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, können Sie einfach im Ausland produzieren und dann importieren. Damit wäre der deutsche Patentschutz wertlos. Außer, dass deutsche Fabriken gehindert würden. Herstellung ist das, was in der Praxis meistens am leichtesten nachzuweisen ist. Die Herstellung bedeutet, dass das, was Sie vor sich haben, das verletzende Produkt, alle Merkmale der geschützten Erfindung aufweist. Sie gucken sich also Sache 1 an und Sache 2 an und dann gehen Sie den Patentanspruch durch und haken Punkt für Punkt ab, ob alle Merkmale vorliegen. Das heißt, wenn er 10 Merkmale hat, muss auch das Ding alle 10 Merkmale erfüllen. Wenn es an einem Merkmal fehlt, haben Sie keine Verletzung. Herstellung umfasst alle Handlungen, die auf die Produktion gerichtet sind. Nicht nur das Zusammensetzen der endgültigen Teile, sondern auch die Herstellung der Einzelteile genügt dafür. Voraussetzung dafür ist, dass die Teile ausschließlich für diese Erfindung gemacht werden. Wenn es neutrale Teile sind, die auch für andere Zwecke geeignet sind, reicht das nicht. Aber wenn Sie sozusagen eine Sache haben, die aus 5 Teilen besteht, ist die Produktion jedes dieser 5 Teile eine Herstellung, die gegen das Patent verstößt, nicht erst die Zusammensetzung. Ebenso ist eine Patentverletzung, wenn Sie kaputte Sachen nehmen und die wieder zu ganzen Sachen zusammenfügen. Stellen Sie sich vor, Sie haben 5 kaputte Laptops und bauen aus jedem einen Teil aus und haben dann einen funktionierenden Laptop. Dann ist das die Herstellung einer Sache, weil Sie haben dann die wesensprägenden Merkmale zusammengesetzt und damit eine neue Sache hergestellt. Vorher gab es 5 kaputte, jetzt gibt es einen ganzen. Das führt zu einem Abgrenzungsproblem, denn der Gebrauch von Sachen und die Reparatur von Sachen ist keine Herstellung. Wenn Sie also zum Beispiel einen Klopapierroller haben oder immer Klopapier von abreißen, dann ist das ein Gebrauch des Klopapierrollers und wenn Sie eine neue Rolle Klopapier aufhängen, stellen Sie keinen neuen Klopapierroller her. Oder wenn Sie eine Nespresso-Maschine haben, Sie kennen diese Kapselkaffeemaschinen, dann ist nicht das Einfügen jeder Kapsel eine Herstellung einer neuen Maschine, sondern das bleibt die Maschine. Wenn Sie einen Laptop haben und jemand lötet nur was dran rum, ist das selbstverständlich keine Herstellung eines neuen Laptops. Wenn jemand einfach nur Standardersatzteile einbaut, die irgendwo auf dem Markt erhältlich sind, Schraube Nummer 46 oder Lüfter Nummer 3, ist das auch kein Herstellen eines neuen Laptops. Es wird erst dann zum Herstellen eines Laptops, wenn das Gerät nach Verkehrssicht ein anderes ist. So ähnlich wie bei 651, Sie haben vorher 5 Schrottlaptops und haben am Ende einen, weil das keine Standardteile sind, sondern Sie haben immer die patentierten Teile zusammengesetzt, um die patentierte Erfindung herzustellen. Ja? Also die Abgrenzung geht danach, ist es bloß eine Veränderung der einen Sache oder ist nach Verkehrsauffassung eine neue Sache hergestellt, die geschützte Inhalte übernimmt. Gebrauch und Reparatur sind keine Herstellung. Demgegenüber die Kombination von Einzelteilen kann eine Herstellung sein und ist damit patentverletzend. Anbieten ist extrem weit zu verstehen. Anbieten meint nicht ein Angebot im Sinne von 145 BGB, sondern anbieten meint auch die Invitatio et Offerendum. Anbieten meint sogar die bloße Werbung. Wenn Sie sagen, ich kann das genauso gut wie Bosch, ich baue die gleichen Maschinen wie Siemens, ich kann die Medikamente genauso wie Bayer zusammenrühren, dann ist das eine Werbung. Das Anbieten ist immer dann gegeben, wenn Sie den anderen bewusst machen, dass diese bei Ihnen die Verfügungsgewalt über ein entsprechendes Service kriegen. Ich kann Ihnen das verschaffen. Das reicht als Anbieten. Es ist dabei völlig egal, wo Sie das Erzeugnis herkriegen wollen. Ob Sie das selber herstellen wollen, ob Sie das importieren wollen, das ist egal. Solange Sie es sich nicht legal von dem Patentinhaber schaffen, ist das Anbieten eine Patentverletzung.
Ebenso reicht es, dass Sie die Sache selber herstellen wollen, aber noch nicht hergestellt haben. Sie bieten an, ich produziere das. Und schließlich, das Anbieten darf erst dann erfolgen, wenn das Patent abgelaufen ist. Sie erinnern sich, das Patent laufen maximal 20 Jahre. Wenn Sie jetzt im 19. Monat, am 28. Tag schon Werbung schalten und sagen, ab in 3 Tagen kriegen Sie es auch bei mir, haben Sie eine Patentverletzung vergangen. Sie dürfen erst mit der Werbung anfangen, wenn das Patent abgelaufen ist. Das ist irrelevant, weil es wird nur auf das Angebot abgestellt. Ob er das kann oder will, spielt gar keine Rolle. Solange er nicht sozusagen anbietet, sich legal zu beschaffen, reicht sozusagen der bloße Eindruck, er könnte das ermöglichen. Weil da steht, als baldige Herstellbarkeit genügt. Also das muss gar nicht. Nein. Als baldige Nein. Es reicht, wenn er es importieren kann oder ähnliches. Also wenn er sagt, ich kann es aus Amerika importieren. Zum Beispiel habe ich einen Bekannten, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil der in düsteren Kreisen weilt, der kann Ihnen ganz billige iPhones verschaffen. Denn der kauft diese iPhones in Indien und importiert die nach Deutschland. Und Sie werden erstaunt, denn in Indien sind iPhones viel billiger zu haben als bei uns. Dann zahlen Sie nämlich für ein aktuelles iPhone 7 nicht, weiß ich, 700 Euro, sondern 300. Ja? Das ist gar nicht dumm. Das einzige Problem ist, dass es eine Patentverletzung ist, weil das in Indien gekaufte Handy ist halt in Deutschland noch nicht auf den Markt gebracht von Apple und ist damit auch nicht erschöpft. Erschöpfung tritt immer nur auf nationaler Ebene ein. Das heißt, Sie dürfen es nicht in den EU-Markt importieren, ohne dass Sie mit Apple einen Vertrag geschlossen haben. Außer Sie sind Inder und reisen hier zufällig rein und raus, dann dürfen Sie Ihr Handy mitnehmen. Aber der Import von Handys ist nicht nur zollrechtlich ein Problem, sondern auch patentrechtlich. Tja, das ist mein Cousin. Nein. So, in Verkehr bringen. In Verkehr bringen ist eine gesteigerte Form des Anbietens, relativ offensichtlich. Beim Anbieten sagen Sie nur, ich kann es dir beschaffen, das ist so eine Art Ankündigung eines Verpflichtungsgeschäfts. Hier ist es so, dass Sie sogar schon weitergegangen sind und Sie haben die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Erzeugnis jemand anderem verschafft. Es ist egal, ob das entgeltlich oder unentgeltlich ist. Das heißt, selbst wenn Sie jemandem umsonst die tolle Erfindung anbieten, sind Sie dran. Erforderlich ist auch nicht die Eigentumsverschaffung. Es geht allein darum, dass er die tatsächliche Sachgewalt erlangt. Das heißt, Miete und Leihe sind genauso relevant wie Kauf und Schenkung. Das heißt, welches schuldrechtliche Geschäft ihm zugrunde liegt, ist egal. Hauptsache, es kommt am Ende zu einer Übergabe. Allein das Vorliegen der Übergabe ist das Problem. Voraussetzung ist aber, dass die entscheidende Übergabehandlung in Deutschland erfolgt. Das heißt, wenn das Ganze im Ausland erfolgt, ist das ziemlich egal. Wenn also die Übergabe irgendwo in Frankreich oder Belgien oder Indien erfolgt, who cares? Ebenso ist irrelevant, wenn die Sache durch Deutschland durchgefahren wird. Also wenn der Fahrerwechsel vom LKW, der von, was kann im Osten sein, Russland in die Schweiz fährt, in Deutschland erfolgt, das patentrechtlich egal. Ebenso egal ist, wenn Waren ausschließlich zum Export übergeben werden. Das heißt, wenn die Ware mit dem Flugzeug reinkommt und dann von hier aus weiter nach Russland transportiert wird, dann ist das auch patentrechtlich irrelevant. Einzige Problematik ist also, wenn es irgendwo an jemanden gelangt, der auf dem deutschen Markt lebt oder auf dem europäischen Markt, dann haben Sie eine Patentverletzung. Es reicht die Verschaffung der Sachherrschaft, egal was der schuldrechtliche Grund dafür ist. Gebrauchen meint die bestimmungsgemäße Verwendung. Es reicht die erstmalige Inbetriebnahme, aber auch das Inbetriebhalten oder die Vornahme von Pflege- oder Ausbesserungsarbeiten schadet. Wenn Sie also die Sache erstmalig in Betrieb nehmen, verletzen Sie schon wieder die Rechte des Patentinhabers. Dann kommen wir zu den beiden problematischen Maßnahmen, Besitzen. Besitzen heißt hier in dem Fall nicht mittelbarer Besitz, sondern es meint tatsächliche Sachherrschaft, also unmittelbaren Besitz. Aber es muss ein Besitz sein für einen der verbotenen Zwecke, nämlich für die Herstellung, das Angebot, das in Verkehr bringen oder den Gebrauch.
Das Besitzen zum Zwecke der Herstellung meint diese Sache, ich will verschiedene Einzelteile zu einem zusammenfügen. Ich habe also nur die Einzelteile beschafft und will daraus die patentierte Sache zusammen machen. Das Angebot heißt, ich habe es mir schon beschafft und will es jetzt in Deutschland verkaufen. Das in Verkehr bringen heißt, ich habe es beschafft und will es jemandem in Deutschland schenken, verkaufen, vermieten etc. Und der Gebrauch heißt, ich habe es mir beschafft, um es in Deutschland zu nutzen. All das ist böse. Schließlich natürlich haben wir gesehen auch noch der Import, das Einführen. Wenn Sie es also im Internet bestellen, zu dem Zwecke, das herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu gebrauchen, sind Sie ebenfalls wieder dran. Sie sehen also, der Patentschutz ist sehr weitgehend, der erfasst fast alle relevanten Handlungen. Das waren jetzt die Fälle für die Erzeugnispatente. Sie erinnern sich düster, wir haben daneben aber auch die Verfahrenspatente, die eben nicht einen bestimmten Gegenstand, den man in der Hand halten kann, wie diesen Koffer, sondern die ein bestimmtes Vorgehen schützen. Und wir haben gesehen, es gibt Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren. Und hier wird die Unterscheidung jetzt wichtig. Der Paragraph 9 Nummer 2 betrifft sowohl Arbeitsverfahren als auch Herstellungsverfahren. Und der sagt, ich darf diese Verfahren nicht anwenden und ich darf sie auch nicht anbieten zur Anwendung im Geltungsbereich des Gesetzes, wenn der Dritte weiß oder es offensichtlich ist, dass das Verfahren dem Patentinhaber zusteht. Nummer 3 erweitert den Schutz für die Herstellungsverfahren. Herstellungsverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass nicht nur die Tätigkeit verboten ist, sondern auch ein Produkt am Ende rauskommt, was als solches aber nicht patentiert werden kann. Es kann also sein, dass Sie ein neues Verfahren zur Entwicklung von Sprudel in Coca-Cola entwickeln. Dann gibt es schon Verfahren, die das nutzen. Also irgendwie kriegt man Sprudel ja momentan rein. Kohlensäure klappt ja irgendwie. Aber Ihr Verfahren mag besser sein. Dann sagt der 9 Nummer 3, darf man Cola mit Sprudel, die durch Ihr Verfahren erzeugt worden ist, wiederum nicht in Deutschland anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen, einführen oder besitzen. Die Herstellung von Cola mit Sprudel ist hingegen erlaubt, soweit sie nicht durch Ihr Verfahren entsteht. Also wenn der Sprudel irgendwie anders reinkommt, ist das okay. Ihr Verfahren darf nicht verwendet werden. Klar? Ja, die Definitionen sind im Wesentlichen die gleichen. Ich habe es auch hier wieder mal grafisch aufgemalt. Sie sehen, anwenden, anbieten ist immer böse. Hier aber wieder Erzeugnisse herstellen und da kommt dann nicht nur das hinzu, dass wir sagen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen, sondern es kommt auch wieder das Einführen und Besitzen. Das heißt, alles, was beim Erzeugnispatent verboten ist, ist hier jetzt auch verboten. Wenn Sie sich wundern, warum hier das Herstellen steht und das im Gesetz nicht drin steht, warum ist das so, dass hier das Gesetz das Wort Herstellen nicht verwenden muss? Warum steht das da nicht drin, ein Erzeugnis herzustellen, sondern nur anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen, einführen, besitzen? Ja, das geht ja gerade um das Verfahren zur Herstellung. Ja, wenn ich die Sache herstelle nach dem Verfahren, wende ich automatisch das Verfahren an, dann fällt es eh unter Nummer 2. Das heißt, das Gesetz muss hier nicht von Herstellen sprechen, weil das hat es ohnehin schon da oben geregelt. Das wäre einfach doppelt, das kann man auch sein lassen. Ja. Anwenden heißt, ich führe das Verfahren bestimmungsgemäß durch. Diese Durchführung muss im Inland erfolgen. Wenn ich also sage, ich mache das für Sie in der Karibik, ist das noch nicht hinreichend. In der Praxis stellen sich erhebliche Nachweisprobleme, weil Sie nicht wissen, wo das Verfahren durchgeführt worden ist. Was in den Fabriken passiert, sieht man nicht. Man sieht nicht, was andere Unternehmen intern machen. Das heißt, hier spielt der Besichtigungsanspruch eine große Rolle. Und deshalb haben wir den auch im Patentrecht geregelt. Weil Sie wissen halt nicht, was der Konkurrent macht. Anbieten
bedeutet, Sie bieten jemandem an, ich mache das Verfahren für dich im Inland, aber bemerkenswerterweise verlangt das Gesetz hier zusätzlich Kenntnis oder Offensichtlichkeit, dass Benutzungsverbot besteht. Offensichtlichkeit bedeutet dasselbe wie auch bei 53 Urheberrechtsgesetz zum Beispiel, nämlich grob fahrlässige Unkenntnis. Es muss so sein, dass es sich für jedermann aufdrängt und selbst der Dümmste das erkennt, nur dann haben Sie Offenkundigkeit. Einfache Fahrlässigkeit reicht nicht. Das heißt, die Aussage, hätte ja nachgucken können, dass es da ein Patent gibt, ist hier irrelevant. Beim Anbieten kommt es also in der Tat darauf an, dass der Anbietende bösgläubig ist. Ein Indiz dafür ist, wenn man vorher um Erlaubnis gefragt hat, die abgelehnt worden ist, weil dann man offensichtlich bösgläubig ist. Der 9 Nummer 3 hat noch ein Problem. Er hat nämlich das Problem, dass er nur für unmittelbar hergestellte Erzeugnisse gilt. Das Ganze ist deshalb problematisch, weil hier ja gerade kein Erzeugungspatent auf Sprudelgetränke gegeben worden ist, sondern ein Patent auf das Aufsprudeln von Getränken. Damit das Ganze praktisch handhabbar ist, enthält der 139 Absatz 3 eine Vermutung, nämlich die Vermutung, dass jeder Gegenstand, der die gewünschten Eigenschaften hat, durch dieses Verfahren hergestellt worden ist. Das heißt, wenn ich ein Patent auf das Aufsprudeln von Getränken hätte, müsste Coca-Cola beweisen, dass sie das anders schafft als durch Anwendung meines Patentes. Ich muss also nicht beweisen, dass Coca-Cola mein Verfahren nutzt, sondern Coca-Cola muss beweisen, dass sie den gleichen Erfolg ohne mein Verfahren erreichen. Die Unmittelbarkeit ist aber umstritten, da gibt es einen Meinungsstreit. Die erste Meinung sagt, es ist erforderlich, dass keine weiteren Zwischenschritte mehr erforderlich sind, um das Verfahren durchzuführen. Das heißt, das Erzeugnis kommt unmittelbar raus und es darf nichts weiter erforderlich sein. Das Ganze hat nur das Problem, dass fast immer mehrere Sachen zusammengesetzt werden. Sie haben meistens Teilschritte, die am Ende erst zusammengefügt werden. Und wenn das so ist, dann hätten Sie die Patentverletzung erst beim Zusammenfügen auf der letzten Stufe. Der eine liefert den Korken, der zweite liefert die Flasche, der dritte liefert das Sprudelgetränk und erst wenn alle zusammengefügt werden, hätten Sie die Patentverletzung. Man will aber üblicherweise schon auf die Vorstufen gehen und gerade verhindern, dass derjenige, der die Flüssigkeit produziert oder den Korken produziert, weitermachen darf. Das reduziert den Schutz der Herstellungspatente gegen Null. Die Meinung 2 sagt, es wird alles geschützt, was gleich ist. Unmittelbares Erzeugnis sind alle, die identisch sind mit dem, was bei ordnungsgemäßer Anwendung des Verfahrens entsteht. Aber das dehnt den Schutz dann wiederum zu weit auf und das würde dazu führen, dass der Patentschutz im Grunde alle abwirkt. Deshalb vertritt der BGH eine dritte Ansicht und die sagt, dass dieses Verfahren Eigenschaften des Erzeugnisses wesentlich prägt. Das heißt, wir müssen gucken, was macht dieses Verfahren gerade toll, welche Eigenschaften des Ergebnisses werden gerade durch dieses Verfahren gefördert. Zum Beispiel, dass der Sprudel in der Cola ist, nicht dagegen, dass Flüssigkeit in der Cola ist und nicht dagegen, dass die Cola schwarz ist. Das heißt, wir gucken, welche konkreten Eigenschaften werden durch das Verfahren bedingt und hat das, was ich vergleiche, genau diese Eigenschaften. Wenn ich sage, der Patentschutz beginnt mit der Patenterteilung, stellt sich immer die Frage, was ist denn vorher? Denn ein Patenterteilungsverfahren kann durchaus 2 Jahre dauern. Das heißt, in einem Zeitraum von 2 Jahren, für die Sie auch schon Gebühren bezahlt haben, haben Sie keinen Schutz nach § 9 und können keinen Anspruch nach 139 geltend machen. Das Gesetz versucht, das Problem zu regeln in § 33. Und § 33 sagt, in dem Moment, wo ich jemanden informiert habe über meine Patentanmeldung, muss dieser Mensch mir eine angemessene Entschädigung zahlen, wenn er mein Patent nutzt. Die Norm hat 2 große Probleme. Das erste Problem ist,
dass ich nachweisen muss, dass derjenige wusste oder wissen musste, dass er gegen mein Patent verstößt. Wenn das Patent erteilt ist, sagt das Gesetz, hat automatisch jeder Kenntnis. Ähnlich wie beim Handelsregister sagt man, sobald es bekannt gemacht wird, wird die Kenntnis fingiert. Hier muss ich wirklich nachweisen, dass der andere wusste oder wissen musste. Das heißt, dass er bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkannt hätte, dass ich ein Patent beantragt habe, noch nicht erteilt. Das zweite große Problem ist, dass die Norm mir eine angemessene Entschädigung gewährt. Die gewährt mir keinen Schadensersatz und vor allem gewährt sie mir keine Unterlassungsansprüche. Das heißt, ich muss ihn verklagen auf eine angemessene Entschädigung und die setzt dann das Gericht im Wesentlichen nach freiem Ermessen fest. Das ist für mich nicht allzu attraktiv, weil ich keine Ahnung habe, was ich rauskriege und damit ziemlich blöde dastehe. Die Praxis wendet diese Norm auch so gut wie nie an. Was stattdessen erfolgt, ist, dass die Leute parallel zum Patent auch ein Gebrauchsmuster anmelden. Ein Gebrauchsmuster hat einen praktisch großen Vorteil. Es wird nämlich erteilt ohne Prüfung. Das heißt, sie kriegen im Grunde am selben Tag, wo sie es anmelden, vielleicht einen Tag später, das Gebrauchsmuster. Bis das Patent erteilt ist, können sie dann immer nach dem Gebrauchsmuster vorgehen und sagen, danach kriege ich Schadensersatz und habe Unterlassungsansprüche. Das heißt, sie haben die gleichen Rechte wie aus dem Patent, aber schon ohne Prüfung und so fort. Das heißt, diese Norm hat praktisch keine große Rolle, auch wenn sie gut gemeint war, dass man sagte, schon ab der Anmeldung kann ich eine Entschädigung verlangen, aber nicht Unterlassung und auch keinen Schadensersatz. Das europäische Patentrecht scheint das anders zu regeln, denn der 67.1 sagt, die Anmeldung alleine gewährt dem Anmelder vom Tag der Veröffentlichung an einstweilen den Schutz nach Artikel 64, das heißt, sie führt einstweilen schon zum Schutz des erteilten Patentes. Aber wenn man den Artikel 67 weiterliest, sagt er, jeder Vertragsschatz kann vorsehen, dass die Anmeldung nicht den Schutz nach Artikel 64 gewährt. Und siehe da, das deutsche Recht regelt das Ganze in Artikel 2, Paragraph 1, Internationales Patentübereinkommensgesetz, INTPATÜG. Da steht nämlich drin, bei europäischen Patentanmeldungen kriege ich auch nur einen Umständen nach angemessene Entschädigung. Das heißt, da wird exakt wieder der Gleichlauf hergestellt zum deutschen Patent. Das heißt, auch da habe ich keine Möglichkeit, Unterlassung oder Schadensersatz zu verlangen, bevor das europäische Patent erteilt ist. Zudem sagt das deutsche Recht noch, kriege ich ohnehin eine Entschädigung frühestens dann, wenn das Ganze nach Deutsch übersetzt ist, weil wir Deutschen lesen keine Texte auf Englisch, Französisch, Spanisch oder in irgendeiner anderen Sprache. Wir Deutschen können nur Deutsch. So, damit bin ich mit dem Schutzumfang am Ende. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen angekündigt, das entspricht dem 15 Urheberrechtsgesetz. Das ist hier im Patentrecht also etwas überschaubarer, aber es ist schlicht deshalb überschaubarer, weil es weiter gefasst ist. Damit kommen wir jetzt zu den Schranken. Die erste Schranke, die man kennen muss, ist die Erschöpfung. Und die Erschöpfung ist deshalb blöde, weil sie im Gesetz nicht geregelt ist. Sie kennen die Erschöpfung im Urheberrechtsgesetz in § 17, wo drin steht, wenn die Sache mit dem Willen des Berechtigten in den EWR gebracht worden ist, ist sie erschöpft. Im Patentrecht ist das im Grundsatz ähnlich. Sie brauchen zunächst ein In-Verkehr-Bringen. Das heißt, es muss irgendwie in der EU auf den Markt gelangt sein. Das kann passiert sein, indem der einem Lizenz erteilt hat. Das kann der Patentinhaber selber gewesen sein. Wie das passiert ist, ist egal. Die Erschöpfung tritt nicht nur deutschlandweit ein, sondern sie tritt ein im gesamten Binnenmarkt. Das ist die EU im Grundsatz erstmal, aber zusätzlich auch die EWR-Staaten, das heißt namentlich hier Norwegen und Schweiz. Wichtig, in Deutschland gibt es keine weltweite Erschöpfung. Wenn das Produkt also in Indien, in China, in den USA auf den Markt gelangt ist, tritt keine Erschöpfung für Deutschland ein. Also wie in unserem
Handy-Importfall. Ein iPhone, was Sie aus China importieren, ist in Deutschland patentverletzend, weil es in Deutschland nicht mit dem Willen von Apple auf den Markt gebracht worden ist. Ein Handy, was Sie aus England importieren oder aus Polen oder aus Bulgarien, das ist okay, weil das ist Teil der EU und da hat der Patentinhaber seine Entschädigung erhalten. Der Patentinhaber muss zugestimmt haben, entweder mittelbar oder unmittelbar. Mittelbar dann, wenn er eine Lizenz erteilt hat und ein Lizenznehmer das gemacht hat, unmittelbar, wenn er es selber auf den Markt gebracht hat. Das heißt, wenn Sie Aspirin in Bulgarien kaufen, können Sie die auch nach Deutschland importieren und in Deutschland nehmen, ohne irgendwelche Sorgen. Dasselbe gilt auch bei teureren Medikamenten, also das ist kein Problem. Die Erschöpfung gilt nicht für die Herstellung. Ein Produkt, was sich erschöpft hat, dürfen Sie nicht neu herstellen. Das ist das große Problem, was ich eben schon angesprochen habe. Sie dürfen das Produkt benutzen, Sie dürfen es reparieren, Sie dürfen es anbieten, Sie dürfen es in Verkehr bringen, also weiterverkaufen, aber Sie dürfen aus diesem Produkt nicht nochmal das Produkt herstellen. In unserem Fall, Sie haben zwei kaputte Teile und fügen die zusammen zu einem funktionierenden. Da haben Sie ein neues Produkt hergestellt und das dürfen Sie nicht. Weil an dem neuen Produkt ist noch keine Erschöpfung eingetreten. Wenn das Ding also endgültig kaputt ist, dürfen Sie es entweder als solches reparieren oder Sie müssen es wegschmeißen. Die Zusammenfügung von mehreren kaputten zu einem ganzen Gegenstand ist ausgeschlossen. Wie gesagt, die Erschöpfung ist im Gesetz nicht geregelt, gibt es keinen Paragraphen, die müssen Sie hier auswendig kennen. Im Urheberrecht würde man sagen, steht in 17 drin. Klar, Erschöpfungsgrundsatz kennt jeder, aber hier auswendig lernen. Ist blöde, kann man aber nichts dran ändern. Ansonsten sind die Sachen, die man als Einwand gegen eine Patentverletzung geltend machen kann, ziemlich überschaubar. Wenn wir oben anfangen, das Vorbenutzungsrecht haben wir schon besprochen. Erinnern Sie sich noch, was ein Vorbenutzungsrecht war? Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Letzte Woche oder vorletzte Woche? Weiß man nicht. Letzte Woche. Was ist ein Vorbenutzungsrecht? Ja. Wenn jemand schon vor der Anwendung die Erfindung benutzt hat, darf man dann in seinem eigenen Betrieb noch weiter benutzen. So ist es. Also wenn jemand schon vor der Anmeldung des Patents die Erfindung benutzt hat, darf er die weiter benutzen, auch wenn das Patent erteilt wird. Damit ist § 12 ein zulässiger Einwand. Man sagt, ich bin nicht patentverletzend, sondern ich habe das schon vorher gemacht, schon bevor du das Patent angemeldet hast, habe ich das in meinem Betrieb genutzt. Wenn man das beweisen kann, ist man also raus. Ein Weiterbenutzungsrecht haben wir uns nicht angeguckt. Da können Sie mal ganz kurz einen Blick reinwerfen, 123 Patentgesetz. Dann sehen Sie da, der 123 betrifft die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Und der Absatz 5 von 123 sagt, wer im Inland im guten Glauben den Gegenstand eines Patents, das infolge Wiedereinsetzung wieder in Kraft tritt, in der Zeit zwischen Erlöschen und Wiederinkrafttreten in Benutzung genommen hat, kann im Grunde wie bei einem Vorbenutzungsrecht dieses Recht weiter nutzen. Da geht es darum, Sie haben es irgendwie nicht geschafft, Ihre Gebühren wieder nachzuzahlen oder Ähnliches. Dann erlischt das Patent in dem Moment, wo die letzte Frist abgelaufen ist. Und dann sagen Sie, oh, ja, das war ein Bankirrtum und die Bank hat das nicht hingekriegt. Dann können Sie wieder Einsetzung verlangen.
dann wird das Patent mit Rückwirkung wieder für wirksam erklärt. Aber diese Norm stellt sicher, dass die Leute, die in der Zwischenzeit gedacht haben, oh, das Patent ist eine tolle Sache, dass die das Patent dann weiter nutzen können. Also die gleiche Konzeption wie bei der Patenterteilung, wer davon ausgeht, dass es nicht geschützt, darf es weiter nutzen, aber er hat kein Lizenzrecht, die er übertragen kann. Gut, Paragraph 13, können wir auch mal ganz kurz reingucken. Auch das spielt praktisch keine ganz große Rolle. Das ist die staatliche Benutzungsanordnung. Und da steht drin, die Bundesregierung kann anordnen, dass die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Damit ist gemeint, dass sie zum Beispiel einen Impfstoff gegen Vogelgrippe entwickelt haben. Dann kann die Bundesregierung hingehen und sagen, das soll jetzt gemacht werden, damit die Deutschen nicht alle an der Vogelgrippe sterben. Das heißt, der Staat kann hingehen und denjenigen enteignen. Wir sehen auch hier, das entspricht dem 14.3. Der Patentinhaber hat einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Das heißt, er kann dann hingehen und sagen, hier, ihr habt mein Patent genutzt, jetzt kriege ich einen Anspruch auf Lizenzgebühren gegen den Staat. Aber das kann man dann durchfechten, wenn die Vogelgrippe erstmal bekämpft worden ist wirksam. Deshalb ist das im Interesse der Allgemeinheit. Praktische Bedeutung der Norm ist null, kann ich Ihnen gleich sagen, aber es gibt die Möglichkeit. Praktische Bedeutung hoch, demgegenüber ist der Lizenzvertrag. Der Lizenzvertrag, evident, das sehen Sie auf einen Blick, wenn jemand eine Lizenz vereinbart hat, kann er sagen, Moment mal, du hast mir doch erlaubt. Wir werden uns noch in dieser Folie mit Kartellrecht beschäftigen müssen, in 3, 4, 5 Wochen irgendwann. Kartellrecht ist auch hier ein Einwand, der zulässig ist im Verfahren. Sie können also sagen, der missbraucht hier seine kartellrechtliche Machtposition durch das Patent und der hätte mir eine Lizenz erteilen müssen. Das schauen wir uns aber noch näher an. Dann gibt es 24 Patentgesetz. 24 Patentgesetz sagt, jemand muss eine Lizenz erteilen. Das ist ein bisschen wie bei der Mafia, ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Er ist kraftgesetzlich verpflichtet, Leuten eine Nutzung zu erlauben. Das ist allerdings unter ganz engen Umständen möglich. Auch das gucken wir uns an in 4 Wochen. Ansonsten gibt es noch die Verwirkung aus 242 BGB. Wenn ich weiß, dass jemand ein Patent verletzt und das jahrelang dulde, wird irgendwann gesagt, naja, jetzt darfst du nicht mehr geltend machen, weil du hast ein Zeitmoment, im Sinne von du hast lange Zeit gelassen, und ein Umstandsmoment. Jeder vernünftige Betrachter hätte gedacht, okay, du erlaubst das wohl, dann werde ich so behandelt, als hätte ich es auch wirklich erlaubt. Schließlich gesetzliche Schranken. Gesetzliche Schranken bedeutet das, was es auch im Urheberrecht bedeutet, Normen, die sagen, das Patent gilt nicht für folgende Konstellationen. Kein Einwand ist die Aufhebbarkeit, habe ich schon gesagt. Wenn das Patent zu Unrecht erteilt worden ist, müssen Sie das Patent erst aufheben lassen. In dem Rechtsstreit, wo es um die Verletzung geht, haben Sie Pech gehabt. Die Wirksamkeit des Patents spielt keine Rolle. Gucken wir uns den 11 an. Der 11 ist sehr überschaubar. Er fängt an mit Nummer 1. Das Patent verbietet keine Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken vorgenommen werden. Die Rechtsprechung sagt, das gilt nicht für eingetragene Vereine, auch wenn die gemeinnützig und ganz toll sind, sondern es betrifft nur natürliche Personen. Weil nur natürliche Personen haben einen privaten Bereich. Auch Vereine, die gemeinnützig sind, haben keinen privaten Bereich, sondern einen gemeinnützigen Bereich, der aber eben nicht privat ist. Privat meint also wirklich zu Spaß und Spiel. Die Nummer 2 betrifft Handlungen zu Versuchszwecken. Versuchszwecke sind sehr schwierig abzugrenzen von der Herstellung und dem Gebrauch. Versuchszwecke heißt, Sie prüfen hier, ob die Sache hilft, ob man damit andere Sachen machen kann, ob die Sache neue Funktionen kriegen kann. Sie überlegen sich Verbesserungen für diese Erfindung. Dafür dürfen Sie Experimente machen. Versuchsprivileg. Dann 2a. Das ist eine Norm, die betrifft die Weiterentwicklung von biologischem Material. Danach dürfen Sie, wenn Sie irgendwelche Samen oder Ähnliches haben, die verwenden, um damit weiter andere Sachen zu züchten. Sie können also dann aus der Gezuchtbohne eine Zuchtbohne 2 machen oder aus der
den Zuchtapfel, der bisher grün ist, einen roten Zuchtapfel züchten. Das ist zulässig. 2b sind Studien für arzneimittelrechtliche Genehmigungen. Da geht es darum, klinische Studien, dass sie die Sachen an Menschen testen dürfen, ob man damit Leute impfen darf, ob das Ähnliches ist. Das ist unabhängig von diesem allgemeinen Versuchsprivileg, weil das hier sozusagen nochmal spezifisch den Pharmabereich betreffen soll und damit erweitern soll den Schutz auf klinische Studien, die nicht auf Erweiterungen ähnlich ausgerichtet sind, sondern einfach nur darauf, das Produkt überhaupt erstmal auf den Markt zu bringen. Lustig ist die Nummer 3. Jeder Apotheker darf Ihnen jedes Medikament zusammenrühren. Also auch wenn es ein noch so teures, perfekt patentiertes Medikament ist, darf der Apotheker auf ärztliches Rezept das Ding für Sie zusammenrühren. Das heißt, er nimmt sich das Patent, guckt sich das an und dann geht er hin und mischt das für Sie persönlich zusammen. Das darf der Apotheker. Er kriegt auch Geld dafür, also nicht umsonst. Das kann er machen. Der Grund dafür ist, dass man sagt, der Apotheker muss handlungsfähig sein und er muss den Menschen helfen können. Und das kann er nur, wenn er Sachen auch zusammenschütten darf im Notfall. Deshalb ist diese Regelung da. Praktische Bedeutung ist übrigens gleich null. Apotheker von heute sind alles nur so Einzelhandelskaufleute, die verkaufen die Sachen aus dem Regal. Also der Apotheker, der wirklich das zusammenschüttet, ist schon relativ selten. Obwohl die alle hochqualifiziert sind. Dann haben wir noch die ganz langweiligen Sachen, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6. Da geht es um ein ganz praktisches Problem. Wir haben in der ersten Stunde gelernt, jeder Staat hat sein eigenes Patentrecht. Nun kann es sein, dass es in Deutschland ein Patent auf eine Sache gibt, auf die es in China keine Patente gibt. Dann kann aber ein Schiff von China nach Deutschland fahren, also Tucker, 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 legt im deutschen Hafen an und fährt dann weiter in die USA. Dann sagt der 11, dann darf dieses chinesische Schiff auch in Deutschland weiterfahren, muss nicht versenkt werden, weil diese Erfindung ja nur vorübergehend in Deutschland ist, damit ist es okay. Dasselbe sagt die Nummer 5 für Luft- und Landfahrzeuge. Damit ist gemeint, dass sie ein LKW haben, ein tolles patentiertes Teil, der fährt dann von Russland nach Deutschland, dann kümmert sich um das Patent auf Deutschland, solange er durchfährt. Wenn er dagegen in Deutschland bleiben soll, ist es wieder problematisch. Und schließlich das Flugzeug, was über Deutschland drüber fliegt, das kann auch patentierte Sachen haben. Das muss auch nicht abgeschossen werden, nur weil da irgendwelche patentierten Teile drin sind. Ja? Sie sehen, die Schranken des Patentrechts sind doch sehr überschaubar. Zusammengefasst, privater Gebrauch, Apotheker, Versuche und Fahrzeuge. Mehr haben wir da nicht. Alles andere ist verboten. Nur zur Information, auch Privatleute dürfen natürlich bei eBay nichts verkaufen, weil das schon direkt wieder damit nicht mehr nur im privaten Umfeld ist, weil dadurch es an die Öffentlichkeit gelangt und damit das Anbieten bei eBay problematisch ist. Ebenfalls nicht mehr privat ist es dann, wenn Sie es für berufliche Zwecke nutzen, also wenn Sie jetzt das tolle Handy, was Sie billig importiert haben, nicht nur für Chat mit Freunden nutzen, sondern auch für Geld. All das ist böse. Das waren die unmittelbaren Verletzungshandlungen und ihre Rechtfertigung. Das Patentrecht geht aber noch weiter und verbietet auch Vorbereitungshandlungen. Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst mal angucken, die Haftung von Beteiligten. Im allgemeinen Zivilrecht, genauso wie auch hier im Patentrecht, gilt, dass Anstifter, Gehilfen und Mittäter genauso haften wie der Haupttäter. Das sogenannte Einheitstäterprinzip, anders als im Strafrecht, wo wir wissen, die Haftung des Gehilfen wird gemindert, der Anstifter wird bestraft wie der Täter und so weiter. Jeder wird aus seiner Schuld beurteilt, 28, spielt alles keine Rolle hier. Im Zivilrecht sind alle dran. Sie wissen auch, im Rahmen von Unterlassungsansprüchen gilt die Störerhaftung. Das heißt, jeder, der seinerseits eine legitime Pflicht verletzt, ist dran als Störer und haftet damit auf Unterlassung. Das heißt, wir haben sehr viele Ansprüche.
Das Patentrecht hörte aber nicht auf und regelt in § 10 die mittelbare Patentverletzung. Das hat nichts zu tun mit mittelbarer Täterschaft und Strafe. Wir brauchen keine Tatherrschaft oder irgendwas, sondern es meint was viel Trivialeres. Es meint, wir können jemanden in Anspruch nehmen, der selber nicht mal im Ansatz das Patent verletzt, aber der Hilfsmittel anbietet, die sich auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung beziehen. Das heißt, jemand, der selber weder herstellt noch anbietet oder ähnliches, der aber sozusagen Komponenten anbietet, die zusammengesetzt zur Herstellung der Erfindung genutzt werden können. Das Ganze ist eine Patentgefährdung, also liegt weit vor der Verletzung. Es setzt auch nicht voraus, dass Sie nachweisen, dass irgendjemand das tatsächlich genutzt hat zu dem Zweck. Es reicht, dass dieses Produkt ein wesentliches Element der Erfindung ist und dass das angeboten oder sogar geliefert wird. Und dritte Voraussetzung, Bösgläubigkeit besteht. Das heißt, der Lieferant muss wissen, dass es dazu geeignet, Patente zu verletzen. Das klingt auf den ersten Blick extrem weit, weil er muss ja keinen Vorsatz bezüglich einer Haupttat haben oder irgendwas. Es reicht ja die Kenntnis oder sogar die fahrlässige Unkenntnis, das heißt die grob fahrlässige Unkenntnis, nicht die einfach, sondern die grob fahrlässige Unkenntnis der Eignung zur Störung. Deshalb haben wir eine Einschränkung in Absatz 2, dass dieses Verbot nicht gilt für allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse. Die Idee dahinter ist, Schrauben kann man für vieles verwenden und viele Verwendungen von Schrauben werden patentverletzend sein. Trotzdem werden Sie nie gegen einen Schraubenlieferanten vorgehen können, weil man sagt, deine Schrauben kann man auch zur Patentverletzung nutzen. Wenn also eine Sache ganz üblich im Handel ist und zu vielen Zwecken genutzt wird, ist selbst die Bösgläubigkeit irrelevant. Davon gibt es aber wieder eine Rückausnahme und die Rückausnahme sagt nämlich, wenn derjenige sagt, die kann man übrigens auch verwenden, um Patente zu verletzen. Ja? Diese Schraube ist perfekt geeignet, um das zu machen, was in der Patentschrift sowieso beschrieben ist. Wenn er sozusagen eine Art Anstiftung begeht und sagt, hör mal, das ist besonders gut geeignet für Patentverletzungen, dann haftet auch er wieder. Das kann er in der Werbung tun, das kann er aber auch in der Anleitung tun oder das kann er auch sozusagen über Foren oder Ähnliches tun, indem er es einfach nur um das Volk bringt und so Gerüchte verbreitet. Wenn er das tut, dann ist er dran und sein Schraubenbetrieb kann ihm verboten werden. Fatal wird diese Regelung durch den Absatz 3. Wir haben eben gesehen, dass es Schranken des Patents gibt, nämlich die Apotheker, die Sachen zusammenrühren, die Leute, die das privat in ihrem Wohnzimmer nutzen und die Leute, die Experimente machen. Der 10 Absatz 3 sagt, diesen Leuten, die in ihrem eigenen Wohnzimmer tolle Patente nachbauen oder die in ihrem Labor Medikamente zusammenrühren oder die Experimente durchführen, weil sie ein Labor haben, die kriegen nicht die Teile für die Erfindung geliefert. Die sind nicht privilegiert. Für denjenigen, der solche Sachen anbietet, der Substanzen anbietet zum Erstellen von Medikamenten, wenn er weiß, dass das spezifisch für die Erstellung von Medikamenten erforderlich ist, der darf die Dinger nicht verkaufen. Das heißt, der eine darf es zwar herstellen, aber wo er seine Zutaten herkriegt, ist ein großes Problem. Die Lieferung der Zutaten ist verboten. Die Privilegierung gilt nicht für die Lieferanten. Die gilt nur für denjenigen, der es machen darf. Ja? Also derjenige darf in seinem Werkkeller Patente nachbauen, der Apotheker darf die in der Apotheke zusammenrühren und der Forscher im Labor darf mit patentierten Sachen rummachen, aber keinem von den dreien darf ich nach 10 Absatz 3 Teile liefern, die evident für die Patentverletzung geeignet sind. Außer, es fällt unter Absatz 2, dass es Standardgüter sind. Das Ganze ist eine gefährliche Regelung, weil sie natürlich einen ganz anderen Markt betrifft. Denn viele Sachen sind für ganz viele Zwecke nutzbar, fallen aber noch nicht unter Absatz 2. Deshalb ist immer eine Abwägung erforderlich und
Ein Verbot kommt nur in Betracht, wenn die unmittelbare Verletzung wahrscheinlich ist. Das heißt, wir müssen gucken, ist es wahrscheinlicher, dass die Dinge zur Patentverletzung genutzt werden oder ist es wahrscheinlicher, dass sie nicht patentverletzend genutzt werden. Solange es wahrscheinlicher ist, dass die Nutzung nicht patentverletzend ist, sind wir hier nicht im Fall des Absatzes 10 Absatz 1. Wenn es dagegen wahrscheinlich ist, haben wir eine Patentverletzung in mittelbarer Form. Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt an einen Privatanbieter oder auch an einen Apotheker, der ja theoretisch von der Ausnahme im Paragraph 11 geschützt wäre, würde man dann annehmen, dass es wahrscheinlich ist? Oder, also das ist ja schwierig zu sagen, weil das ja, auch der kann ja legale Sachen damit machen. Es gibt ja auch nicht patentierte Sachen, die er damit machen kann. Also die Norm greift erst dann ein, wenn der Hauptzweck dieses Produktes darin liegt, eine bestimmte patentierte Sache zu machen. Sagen wir mal, es gibt ein extrem beliebtes Medikament, nennen wir es Viagra zum Beispiel. Viagra ist patentiert mit ziemlicher Sicherheit. Wenn Sie das Patent also runterladen, können Sie sehen, woraus Viagra zusammengesetzt ist. Das können Sie dann auch selber zusammenrühren in Ihrem Keller. Wenn es auf einmal einen Apotheker gibt, der Millionen von Litern der konkreten Substanzen bestellt, spricht viel dafür, dass er wohl Viagra in Massenproduktion herstellen will. Das heißt, da werden sie dann wohl nicht liefern dürfen. Umgekehrt, wenn einer einfach nur so 50 Milliliter bestellt, werden sie daraus nicht folgern können. Wenn sie dagegen sagen, unter anderem auch in Viagra enthalten, dann werden sie eh Schwierigkeiten haben, weil dann fallen sie auch unter Absatz 2 und dann sind sie der Böse. Ja, ganz große Schwierigkeiten sind Ersatzteile. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, Reparatur ist immer zulässig, die Neuherstellung ist eine Herstellung damit verboten nach 9. Wenn Sie jetzt Ersatzteile verkaufen für irgendwie eine Kaffeemaschine oder einen Toaster oder einen Laptop oder sonst was, ist immer die Abgrenzungsfrage, ist das jetzt zur Reparatur oder ist das Teil, was Sie liefern, schon so wesentlich, dass am Ende eine neue Sache rauskommt. Aus Schrott macht nützlich. Und der Test, den man da anlegt, ist, sagt man, ist dieses Teil, was Sie austauschen, sozusagen das Zauberteil, was gerade das Besondere der patentierten Sache ausmacht? Oder ist es ein reines, dekoratives, nicht funktionales oder Standardteil, was die Erfindung nicht neu macht, sondern was vorher schon allgemein bekannt war? Zum Beispiel, wenn man die Messkapsel eines Flügelradzählers austauscht, hat man gesagt, was macht einen Zähler zum Zähler? Nun, dass er messen kann. Das heißt, die Messkapsel als Instrument zum Messen ist gerade wesentlich für den Flügelradzähler. Das heißt, man darf keine Messkapseln verkaufen, weil das geeignet ist zur Herstellung eines neuen Flügelradzählers. Umgekehrt, bei einem Pipettensystem, Sie kennen das, das zieht Flüssigkeiten raus und dann kann man so Tropfen machen. Wenn da die Spritze ausgetauscht wird, also die Spitze wieder rausgezogen wird, sagt man, nein, das ist nicht wesentlich, weil das ist ein Standardteil, weil es ohnehin schon immer gab. Das prägt die Pipette nicht, weil die Spitze vorne, also die Spritze, Spritzenspitze, ist nicht das Spannende ist quasi der Gegendruck, der erzeugt wird, der quasi das Ganze raussaugt. Aber Sie sehen, die Abgrenzung ist extrem schwierig. Ich habe mal versucht, hier ein Prüfungsschema für Paragraph 11 zu machen. Das erste Merkmal ist, Sie brauchen ein wesentliches Mittel. Wesentliches Mittel sind alle, die Sie für das Patent unbedingt brauchen. Das heißt, ohne die das Patent nicht umsetzbar wäre. Zweitens können Sie dem 11 Absatz 2 entnehmen, dass neutrale Teile, die für viele andere Zwecke geeignet sind, die Standardprodukte sind, nicht gemeint sind, sondern wirklich Teile, die spezifisch für diese Erfindung was Besonderes sind. Zweitens muss das Ganze angeboten werden oder geliefert werden. Anbieten, Sie erinnern sich, reicht schon die Werbung. Sie müssen es noch nicht mal haben, es reicht, dass Sie es beschaffen können. Die Lieferung bedeutet, dass Sie es tatsächlich übergeben, dann sind Sie schon einen Schritt weiter. Auch diese Handlungen müssen wieder im Inland erfolgen. Wenn die irgendwo außerhalb Deutschlands erfolgen, hat das deutsche Recht keine Geltung, dann nützt das nichts.
dann darf es keine Berechtigung geben. Das heißt, das Vorbenutzungsrecht desjenigen, der die Sache bekommt, darf nicht bestehen. Die Schranken nach 11 Absatz 11 Nummer 1 bis 3 passen gerade nicht. Das heißt, es gibt kein Privatbezugsrecht oder ähnliches. Wenn Sie sagen, verkauf nur an Privatpersonen, nützt das nichts. Und schließlich haben wir Kenntnis und Offensichtlichkeit. Die Kenntnis muss sich auf zwei Umstände beziehen. Zunächst mal muss man wissen, dass die Sache überhaupt geeignet ist, ein Patent zu verletzen. Sie müssen also wissen, es gibt ein Patent und man kann dieses Patent mit der Sache, die ich liefere, herstellen. Also die patentierte Sache oder das Verfahren durchführen. Zweitens müssen Sie auch wissen, dass derjenige, die Sache von Ihnen kauft, das dazu nutzen will. Sie müssen also wissen, derjenige, ich werde zumindest mindestens einen ansprechen, der das so machen will. Und wenn es sozusagen gar keinen Markt dafür gibt, wenn keiner dieses Patent haben will, dann haben Sie auch kein Problem. Also Sie müssen sowohl wissen, dass es objektiv geeignet ist, als auch, dass es subjektiv dazu genutzt werden kann, dann sind Sie dran. Ich habe Ihnen dazu ein Fallbeispiel mitgebracht. Ein Fallbeispiel, was deshalb ganz schön ist, weil man sich damit persönlich identifizieren kann. Das hier ist eine Nespresso-Maschine, ein Original. Sehen das? Original Nespresso sieht so aus. Das hier sind Kapseln. Die kann man da reintun. Das sind gefälschte Kapseln. Das sind nicht die Original Nespresso-Kapseln. Und das hier ist ein Patent, ein europäisches Patent. Und Sie sehen, dieses Patent ist auf Französisch. Und das ist hier von der Nestec SA, Société Anonyme, aus der Schweiz. Und die haben in der Tat diese Maschine, aber nicht die komplette Kaffeemaschine, sondern nur das Extraktionssystem patentiert. Jetzt fragen Sie, was ist ein Extraktionssystem? Ich kann es Ihnen kurz sagen, das ist das Teil, wo die Kapsel reinkommt. Die Kapsel kommt rein, dann kommt da heißes Wasser durch und dann haben Sie am Ende Kaffee oder was auch immer, Kakaokapseln. Und dann fällt die Kapsel raus und die Kaffeemaschine ist wieder leer. Das ist Hightech, das ist unglaublich. Und das ist der Patentanspruch dazu. Also, Sie sehen, es fängt spannend an, Extraktionssystem aufweisend eine Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel, sowie eine Kapsel, die in jeder Vorrichtung extrahiert werden kann, wobei die Kapsel einen Führungsrand in Form eines Flansches aufweist, wobei die Vorrichtung aufweist ein erstes festes Teil, ein zweites Teil, das Zügel des ersten Teils relativ beweglich ist und passend eine Aufnahme. Ich will es gar nicht im Detail sagen, das System ist einfach so, Sie tun die Kapsel rein, machen es zu, Kapsel sitzt fest, Kaffee läuft durch, machen es wieder hoch, Kapsel fällt raus, können neue Kapsel reintun und das können Sie beliebig oft wiederholen. Das System ist nicht revolutionär, aber wie gesagt, Patent. Ja? Und es endet mit einem Getränkeauslasssystem, wo am Ende der heiße Kaffee rauskommt. Jetzt, die Firma Nestec hatte ein Problem mit den gefälschten Kapseln und zwar deshalb, das kann ich Ihnen gleich sagen, weil die originalen Nespresso-Kapseln 39 Cent pro Kapsel kosten. Das heißt 39 Cent für eine Tasse Kaffee, ich betone das nochmal, plus Wasser, plus Strom. Das heißt, es ist ungefähr 60 Cent für eine Tasse Kaffee. Da kann ich Ihnen eine ganze Kanne für bullen für das Geld. Aber gut. Die Imitatkapseln kosteten 29 Cent, das waren 10 Cent weniger. Und der schlaue Verbraucher hat natürlich nicht die Originalkapseln gekauft für 39 Cent, sondern die gefälschten für 29 Cent. Und technisch konnte Nestec auch wenig dagegen machen, weil halt schon viele Maschinen auf dem Markt waren und es relativ einfach war, da gefälschte Kapseln herzustellen. Die Lösung des Problems war Patentklage und jetzt kommt die überraschende Entscheidung des OLG Düsseldorf. Das OLG Düsseldorf sagt, zusammenfassend ist die Erfindung, dass Kuhlerin durch Hin- und Herbewegung eines einzigen beweglichen Teils die Kapsel, nachdem sie vorher eingeführt wird, in die Extraktionsposition zu bringen und nach der Extraktion wieder rauszuwerfen. Also kurz gesagt, die nehmen die Kapsel, stecken die rein, Hebel runter, Wasser kann durchlaufen, Hebel hoch, Kapsel fällt raus. Sie brauchen nur einen Hebel, ein Wunder der Technik. Das ist das Coole an dieser Erfindung. Jetzt war die Frage, die das OLG Düsseldorf sich stellen musste, sind die Ersatzkapseln ein wesentlicher Teil dieser Erfindung im Sinne von § 11?
Darf also Nestec den Vertrieb der Ersatzkapseln verbieten, weil sie ein wesentliches Teil zur Herstellung der Kaffeemaschine sind? Und raten Sie, ist das ein wesentlicher Teil zur Herstellung der Kaffeemaschine, dass Sie eine Kapsel dazu kaufen? Und erinnern Sie sich an unsere Abgrenzung, wovon müssen wir die Herstellung abgrenzen? Ja, der Gebrauch erschöpft sich in dem Moment, was auf den Markt gebracht worden ist. Die Neuherstellung wäre nicht erschöpft. Also mussten wir uns fragen, ist das Einfügen der Kapsel in diese tolle Mechanik die Herstellung der Erfindung oder ist es einfach nur der Gebrauch der Erfindung, der erschöpft ist? Die Herstellung erschöpft sich nicht, der Gebrauch erschöpft sich. Und was meinen Sie, ist das Einfügen der Kapsel Herstellung oder ist es Gebrauch? Sie als Technikkundige, als Nespresso-Maschinenbesitzer. Diese Hightech-Erfindung, die werden begeistert sein. Das Patent ist am Ende auch aufgehoben worden, aber die entscheidende Frage für unseren Fall jetzt hier. Gebrauch oder Herstellen? Wenn Sie diese Frage beantworten, ist auch Schluss für heute. Sie müssen nur diese eine Frage beantworten. Ihre Chance. Ja, genauso hat das OLG Düsseldorf auch gesehen. Die haben gesagt, wenn das kein Gebrauch ist, dann wissen wir es ja gar nicht. Denn natürlich ist das hier so, der Austausch verbrauchter Kapseln stellt keine Neuherstellung des Extraktionssystems her. Der Hebel bleibt gleich, die Mechanik bleibt gleich, sondern ist nur der Gebrauch des Systems. Ich benutze quasi ein Mittel, was ich in das System reintue und nehme es wieder raus. Die Kapsel ist sozusagen notwendiger Bestandteil, aber sie ist nicht sozusagen zur Herstellung erforderlich. Das Teil ist sozusagen komplett auch ohne Kapsel. Das ist sozusagen das Objekt, was notwendig ist, um den Mechanismus zu nutzen. Also war der Handel mit den Imitatkapseln zulässig und Sie konnten die 29 Cent statt der 39 Cent Kapsel kaufen, die ja viel billiger war, wobei die immer noch viel zu teuer ist. Also ökonomisch betrachtet ein völliges Unding. So. Wir sehen uns dann nicht nächste Woche, wenn ich es recht sehe, weil da Pfingsten ist und Sie die Zeit nutzen können zum Lernen, aber übernächste Woche mit dem wichtigen Thema, wie lege ich ein Patent aus? Das ist extrem wichtig und da müssen wir uns eine ganze Stunde mit beschäftigen, weil das so spannend ist. Also bis dahin und weiterhin viel Erfolg.